Ja, hi, willkommen bei Your Adventure Channel. Wie gesagt, sind wir jetzt auf Jagdtour 2 Tage und wir sind auch schon gut in den Regen gekommen. Die Hosen sind schon nass, aber in der Regenpause konnten wir jetzt zumindest hier mal schon unser Basislager aufbauen. Wie ihr auch seht, am Licht ist auch Zeit geworden, ja, und bis in einer Stunde gehen wir dann schon zum Ansitz raus. Und im Hintergrund hier sieht man schon, auch hier waren Wildschweine unterwegs und Rehe, und auf das jagen wir heute auch. Und naja, schauen wir mal, was wir kriegen. Als einziges Zivilisationsschmankerl haben wir uns hier noch einen Schöfferruh oder Grapefruit mitgebracht. Da freuen wir uns nachher schon drauf. Ja, und ein bisschen was brutzeln tun wir uns auch noch. Und natürlich hoffen wir, dass wir auch hier noch Beute machen. Dann bis später. Kaffee drin. Ja, beim Abendansitz haben wir jetzt nichts in den Anblick bekommen, da haben wir nichts gesehen. Jetzt sind wir wieder in unserem Basislager, gehen wir morgen früh wieder raus auf die Jagd. Inzwischen ist der Himmel klar, wir haben noch so um die 8 Grad. Heute Nacht soll so bis morgens 3 bis 5 Grad haben. Ja, und jetzt machen wir uns noch mal ein bisschen den Hoboofen an. Das kleine Ding spendet eigentlich super Wärme und man kommt mit minimalem Holzverbrauch aus. Also das Ding ist bei mir immer noch hier für Übernachtung das Teil Nummer 1. Naja, hauen wir uns in die Hängematten und morgen früh wollen wir euch dann berichten, wie die Nacht so war, und dann gehen wir wieder auf den Ansitz. Na dann, buon appetito! Boah, gigantisch! Hallo Leute! Jetzt hatte man einen kleinen Crash hier mitten in der Nacht. Jetzt glaube ich, jetzt ist gerade hier der Baum, wo das Tarpfest war, ist glatt umgefallen. Jetzt müssen wir hier im Dani seine Behausung nochmal umbauen. Schaut euch das mal an. Um 11. Zum Glück ist hier der Baum an dem anderen hängen geblieben. Also immer die Bäume gut aussuchen. Ja, wie ihr seht, ist das hier gerade nochmal gut gegangen. Und der Baum hat sich da in dem anderen verfangen. Ja. Das heißt, jetzt hier nochmal raus aus dem Schlafsack, jetzt bauen wir hier seine Behausung neu auf. Drüber hast du schon abgespannt auf der anderen. Ja. Ja, okay, dann
So ein Esel. Keine. Ja, morgen Leute. Wir haben alle gut geschlafen. Und jetzt heißt es erstmal raus aus dem Schlafsack und einen Kaffee kochen. Ja, guten Morgen. War heute Nacht ziemlich kalt, aber hier in dem Carinthia Schlafsack super warm. Und ihr seht hier die Frage von Matthew. Wo schläft der Hund, wenn du draußen bist? Und ganz einfach, der ist mit an Bord. Also die Hammocks, Hängematte, absolut top. Platz für zwei Personen, wenn man so will. Ja. So, Luna, und jetzt geht's erstmal raus aus der Kiste. Auf geht's. Wie ihr seht, haben wir hier riesen Maisflächen draußen in den Feldern und teilweise ist er schon abgeerntet, hier noch nicht. Das ist jetzt die letzte Frucht, die im Feld draußen steht. Und wenn man wie mir hier in Gegenden lebt, wo es viel Wildschweine gibt, dann bekommen wir hier als Jäger jetzt ein Riesenproblem, weil die Wildschweine natürlich hier sich in dem Mais bedienen und da riesen Schäden anrichten. Ja, da hilft bei den Flächen, die wir haben, auch keine Umzäunung mehr. Das kriegen wir arbeitstechnisch gar nicht mehr in den Griff. Sondern hier hilft jetzt nur, so wie gestern Abend sind wir hier angesessen an den Maisfeldern. Heute Morgen haben wir hier nochmal alle Maisfelder abgepirscht, um zu hören oder zu gucken, ob die Hunde Witterung kriegen, dass Sauen im Mais drin sind. War aber jetzt nicht so. Und ja, na, jetzt beenden wir langsam unsere Runde, gehen wieder zurück in unser Basislager und kochen uns erstmal einen Kaffee. Auf geht's! Ja, jagdlich waren wir nicht so erfolgreich. Gestern Abend nichts gesehen, heute Morgen auch nichts, aber die Tour war cool. Hatte keinen Regen mehr, die ganze Nacht über war es okay. Die Temperaturen, ja, wir haben ja eine gute Schlafdecke dabei, war mollig warm in der Hängematte. Soweit war es wirklich hervorragend. Jetzt gönnen wir uns noch einen Kaffee und dann geht es wieder Richtung Heimat. Jo. Vielen Dank fürs Mitgehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Andi, danke fürs Filmen. Macht's gut, euer Hans. Ciao. Bis nächstes Mal.